Wenn du Unternehmer bist, dann kennst du das vielleicht. Ein potenzieller Kunde sagt: Oh, ich muss nochmal vergleichen, ich muss mir nochmal weitere Angebote anholen. Oder so eine Aussage wie: Was unterscheidet euch eigentlich von der Konkurrenz? Wir bei Loftfilm bekommen solche Aussagen fast nie. Die allermeisten, die bei uns im Beratungsgespräch sitzen, entscheiden sich für uns, ohne auch nur mit einem einzigen Mitbewerber gesprochen zu haben. Und wie wir das machen, will ich dir jetzt hier in diesem Video erklären. Das Problem, was viele Unternehmer haben, ist das folgende: Sie fangen an mit ihrem Unternehmen und gewinnen die ersten Kunden aus dem Netzwerk, im Bekanntenkreis, ja, so im persönlichen Kontakt. Und das ist ja erstmal gut, ja, das klingt ja erstmal nach einer guten Sache. Du nutzt halt die Möglichkeiten, die du hast, dein Netzwerk, um die ersten Kunden zu finden. Das Problem, was dabei aber entsteht, ist das folgende. Und zwar, dass diese Unternehmen nicht Kunden wegen ihres Marketings finden, sondern trotz ihres Marketings. Das Marketing ist entweder gar nicht vorhanden oder vielleicht sogar schlecht. Trotzdem finden sie Kunden, weil sie sagen: Hey, ich kenne den persönlich, ich habe ein gutes Bauchgefühl bei dem, ich kaufe jetzt bei dieser Person, bei diesem Unternehmen. Und dann gibt es aber keinen wirklichen Schmerz. Es gibt kein Problem für diesen Unternehmer zu sagen: Ich muss jetzt aktiv im Marketing besser werden, ich muss das lernen, um Neukunden zu finden. Bei mir war das ganz anders. Ich war am Anfang nicht mal in Deutschland, ich war digitaler Nomade, bin durch die Welt gereist. Und ich wusste, persönliches Netzwerk, das wird schwierig, da Kunden zu finden. Ich bin ja gar nicht vor Ort, ich bin im Ausland. Deshalb habe ich mir von Anfang an überlegt, wie schaffe ich es, online sichtbar zu werden? Wie schaffe ich es, Marketing zu machen, das Kunden anzieht und zu mir bringt? Und ich hatte damals auch ein weiteres Problem, und zwar, dass in diesem Erklärvideomarkt sehr, sehr viele Player gab. Es gab sehr, sehr viele Mitbewerber, die teilweise schon seit über 10 Jahren am Markt waren, die schon eine gewisse Bekanntheit hatten, und hier wollte ich mitmischen. Jetzt, wenige Jahre später, haben wir über 25 Millionen Euro Umsatz gemacht. Wir sind Marktführer, wir sind die bekannteste Agentur in diesem Markt und wir haben über 3000 Kunden. Und wie schon gesagt, die allermeisten, die zu uns kommen, die vergleichen gar nicht mehr. Die sagen: Ich möchte auf jeden Fall zu euch. Und der Grund dafür ist, dass wir verstanden haben, wie wichtig Marketing ist. Weil schau mal, am Ende entscheidet sich ein potenzieller Kunde nicht für den besten Anbieter. Er entscheidet sich für den, bei dem er glaubt, dass es der beste Anbieter ist. Und das ist ein großer Unterschied. Klar, unsere Erklärvideos sind gut, klar, unsere Erklärvideos liefern auch messbare Ergebnisse, aber das weiß ein Kunde ja nicht, bevor er mit uns zusammengearbeitet hat. Wie soll er es wissen? Und die Antwort ist: Er weiß es durch unser Marketing. Und wieso funktioniert das so gut? Wieso ist unser Marketing so gut, so viel besser als das Marketing der Konkurrenz? Und die Antwort ist: Weil ich mich persönlich darum gekümmert habe. Und was ich damit sagen will, ist nicht: Ich bin so wahnsinnig intelligent und so ein wahnsinnig großes Marketing-Genie und deshalb funktioniert es für mich und für die anderen nicht. Was ich damit sagen will, ist: Ich bin der Geschäftsführer, es ist meine Firma, es ist mein Baby und ich habe da einen großen Fokus drauf gelegt und sehr, sehr viel Zeit persönlich investiert. Und was ich immer wieder sehe, was andere Unternehmen oder Unternehmer anders machen, was sie falsch machen, ist, dass sie versuchen, das Marketing abzugeben, outzusourcen. Dass sie sagen: Ich bin Erklärvideoproduzent, ich möchte den ganzen Tag Erklärvideos machen, Marketing, darum soll sich jemand anders kümmern. Oder: Ich bin Schreiner, ich liebe es, mit Holz zu arbeiten, Marketing, da suche ich mir jemanden dafür. Das heißt, du musst dich selbst darum kümmern, du musst es selbst verstehen. Was ich zum Beispiel immer wieder höre von Kunden, ja, die sagen: Hey, ich will mit euch ein Erklärvideo machen, ich muss aber erst warten bis in 2 Monaten, weil da fängt ein neuer Marketing-Mitarbeiter bei mir an. Und ich hätte gern, dass der euch den Input gibt und dass der das Projekt mit euch angeht. Und ich sage diesen Unternehmern: Nein, das ist komplett die falsche Denkweise. Wie soll denn jemand, der in 2 Monaten bei dir anfängt, wie soll der uns denn besseren Input geben? Besser einschätzen können, wie gut dieser Erklärfilm ist, wer die richtige Zielgruppe ist, wie wir die Zielgruppe ansprechen. Wie soll der dann mit uns ein besseres Video erstellen als du als Geschäftsführer? Du kennst doch deine Kunden, du kennst dein Angebot, du steckst da dein ganzes Herzblut rein, du bist die Person, die uns Input geben muss, damit wir einen möglichst guten Erklärfilm für dich machen können. Ja, dann schauen die mich immer an und sagen: Ja, stimmt, hast du eigentlich recht, ja komm, dann machen wir jetzt den Film. Wenn du weißt, wie du online eine Werbung schaltest, einen Post machst, eine Webseite aufbaust, die Kunden anzieht, dann hast du die Lizenz zum Gelddrucken. Dann hast du einfach die Möglichkeit, für jedes beliebige Produkt Kunden zu finden und anzuziehen. Und ich garantiere dir, ich könnte jetzt aus dem Stegreif mit meinem Marketingwissen eine Schreinerei aufbauen, die viel erfolgreicher ist als andere, die seit 20 Jahren gelernte Schreiner sind. Ich habe keine Ahnung vom Schreinern.
Ich weiß aber, wie man die richtigen psychologischen Punkte triggert, wie man die richtige Zielgruppe anspricht, wie man Werbung schaltet. Und ich könnte aus dem Stegreif eine Schreinerei aufbauen, die erfolgreicher ist als viele bestehende Schreinereien mit Schreinermeistern. Also ganz wichtiges erstes Learning, wie gut dein Marketing ist, entscheidet zu einem großen Teil über den Erfolg von deinem Unternehmen. Das heißt, du musst dich selbst darum kümmern, du musst es selbst verstehen. Aber diese Denkweise, das ist das Problem. Diese Denkweise, ich gebe das ab, jemand anders kümmert sich um Marketing, ich habe keine Ahnung von Marketing, ja, ich kümmere mich um was anderes und stelle dafür jemanden ein oder hol mir einen Experten dafür. Du musst dich selbst damit beschäftigen. Das ist mit die Hauptaufgabe, die du als Unternehmer hast, dich darum zu kümmern und Marketing persönlich zu lernen. Und ich habe es auch immer wieder erlebt, dass sogenannte Marketingagenturen, ja zum Beispiel Facebook-Werbeagenturen, dass die einfach keinen guten Job machen. Konkretes Beispiel. Ich hatte letztens einen Kunden, habe den auf einem Event getroffen und er hat mir gesagt, Jonas, euer Loftfilm, wir schalten den als Ad, irgendwie funktioniert der noch nicht so gut. Dann habe ich mir den Film nochmal angeschaut und gesagt, hey, das kann eigentlich nicht sein, das ist ein super Film, basierend auf meiner Erfahrung müsste der eigentlich funktionieren. Komm, lass uns mal zusammensetzen, wir schauen da mal zusammen drauf. Ja, also haben wir ein Zoom-Meeting gemacht, er, ich und sein Marketer. Und dann habe ich mir den Facebook-Account angeschaut, die Werbung angeschaut und habe mir das dann so alles aufgelistet. Habe erstmal gesehen, okay, ihr habt alles falsch aufgesetzt, das macht überhaupt gar keinen Sinn, euer Setup. Was auch mich verwundert hat, weil wir haben eigentlich eine Schulung, wo wir Kunden eins zu eins zeigen, wie sie das richtig aufsetzen. Die hat dieser Marketer anscheinend nicht geschaut oder nicht verstanden. Ja, aber ich habe mir das dann angeschaut und gesagt, Moment mal, so wie ich hier diese Daten lese, obwohl du alles komplett falsch aufgesetzt hast, ist trotzdem der Loftfilm mit Abstand das beste Creative, was ihr habt. Schaut mal auf die Leadpreise. Der Loftfilm liefert euch doch viel bessere, viel günstigere Anfragen. Dann schaut der Marketer und sagt, ja, das schon, aber die Click-Through-Rate ist ja schlechter. Ach, dann sagt er, ist doch total egal. Ja, ist auch ganz normal, dass ein Video eine schlechtere Click-Through-Rate hat als ein Bild. Aber wir wollen ja nicht möglichst viele Klicks. Sondern was wir eigentlich wollen, sind möglichst viele Anfragen. Ja, stimmt, okay, hast du eigentlich recht. Das heißt, was passiert ist, ist, der Marketer, der keine Ahnung hat, hat dem Kunden gesagt, hey, lieber Kunde, der Loftfilm funktioniert nicht. Und der Kunde, der keine Ahnung von Marketing hat, ja, der sich nicht selbst damit beschäftigt hat, hat das einfach so hingenommen und hat gesagt, ja, okay, schade, dann schalte den mal ab, den Loftfilm. Hätte der nicht mich zufällig auf dem Event getroffen und mir das zufällig erzählt und hätte ich mir nicht die Zeit genommen, da drauf zu schauen, hätte der jetzt diesen Loftfilm gekauft, diesen Loftfilm abgeschaltet und abgestempelt als Film funktioniert nicht, liefert keine Ergebnisse. Was haben wir gemacht? Wir haben das einmal richtig aufgesetzt. Ich habe ihm gezeigt, wie das geht. Mittlerweile hat er mir schon zweimal geschrieben auf WhatsApp, Jonas, das ist abgefahren, seitdem wir das richtig aufgesetzt haben, jeden Tag Anfragen. Der hat mittlerweile zwei weitere Loftfilme bei uns beauftragt. Das wäre fast schief gegangen, weil er sich eben nicht selbst damit beschäftigt hat und weil er irgendeinem Marketer-Experten vertraut hat. Long story short, du musst dich selbst damit beschäftigen. Das ist mit einer der wichtigsten Aufgaben, die du als Geschäftsführer hast. Und ja, du musst das nicht für immer machen. Es ist absolut okay, dass du dir irgendwann eine Agentur holst, die dich da unterstützt und die Aufgaben dir abnimmt. Ja, das ist ja beim Wachstum auch der Sinn der Sache, dass du nicht für immer im operativen Geschäft gefangen bist. Aber das darfst du erst dann machen, wenn du selbst genug Verständnis hast, dass du auch einschätzen kannst, ist diese Agentur gut? Machen die einen guten Job? Und dass du gegebenenfalls auch gegenlenken kannst. Ja, wenn du auf die Ergebnisse schaust und sagst, Moment, hier stimmt gerade was nicht. Basierend auf meiner Erfahrung mit Marketing sehe ich, dass wir etwas ändern müssen. Sprich, dass du eine Agentur auch anleiten kannst und Feedback geben kannst und Input geben kannst. Weil am Ende ist es dein Schiff und du bist der Kapitän und die Crew kann nur so gut arbeiten, wie sie von dir als Kapitän angeleitet wird. Also mach nicht diesen Fehler zu sagen, hey, ich stelle da jemanden ein und der findet das raus. Du kannst nämlich nicht einen Mitarbeiter für dich, dein Unternehmen bauen lassen. Das ist deine Aufgabe. Das ist deine einzige Aufgabe, ja, dein Unternehmen zu bauen. Und denk dran, jeder Mitarbeiter, der das kann, der so gut ist, dass er das alleine hinbekommt, ja, dass er das für dich machen könnte, der wird das nicht für dich machen. Der wird das für sich selbst machen. Ja, oder enorm viel dafür chargen. Und jemand, der das nicht kann, warum willst du ihn einstellen? Also du musst das aufbauen und dann kannst du es delegieren. Also beschäftige dich mit dem Thema Marketing. Die Frage, die jetzt noch übrig ist, ist, wie kannst du das lernen als Geschäftsführer? Wie kannst du dich mehr mit dem Thema Marketing beschäftigen? Weil vielleicht hast du das Video bis hierhin geschaut und sagst, hey, stimmt, ich habe das ein bisschen schleifen lassen, ich sollte mich mehr damit auseinandersetzen.
Aber wie machst du das? Na, es gibt verschiedene Wege, zum Beispiel Coaching-Programme, wo du dir von einem Coach zeigen lässt, wie das funktioniert. Hier ist natürlich extrem wichtig, dass du den richtigen Coach findest und nicht irgendeinen Guru, der selbst auch keinen Plan hat. Oder es gibt eine andere Möglichkeit, und zwar auf die richtigen Events zu gehen. Auf Marketing-Events, auf den Marketing-Experten, ja, Menschen mit sehr, sehr viel Erfahrung, die dir genau zeigen, was sie machen, wie es funktioniert und was die besten Tipps und Tricks sind, um großartiges Marketing für dein Unternehmen zu machen. Und ich habe direkt auch eine konkrete Empfehlung für dich. Und zwar findet am 13. Oktober 2023 in München der Münchner Marketing-Kongress statt. Das ist ein wirklich großartiges Event. Ich werde selbst dort vor Ort sein als Speaker. Ich werde zeigen, wie man mit Videomarketing Millionenumsätze erzielen kann. Außer mir wird Judith Williams da sein von Höhle der Löwen. Es wird Andreas Baulig dort sein vor Ort. Es wird Gerald Hörhan da sein, der Investmentpunk. Es wird Felix Werner da sein von landeseiten.de und wird dir zeigen, wie du eine Webseite so optimierst, dass du jeden Tag Kundenanfragen bekommst. Ruben Schäfer wird da sein vom DCF Verlag, ja, mit dem wir auch schon viel zusammengearbeitet haben. Er zeigt dir, wie du mit deinem Unternehmen in die Presse kommst, in die Medien. Also wirklich absolut großartige Experten. Und ich kann dir nur empfehlen, melde dich an, das wird ein Mega-Event und es gibt keinen Weg, schneller mehr geballtes Wissen im Bereich Marketing aufzusaugen. Das heißt, wenn du Geschäftsführer oder Geschäftsführerin bist eines mittelständischen Unternehmens oder eines kleinen Unternehmens, dann hol dir auf jeden Fall ein Ticket, komm dort vorbei, lerne aus erster Hand von den Leuten, die wissen, wie es geht, ja, wie man richtiges Marketing macht und beschäftige dich da mehr damit, weil der Unterschied zwischen einem Unternehmen, das Marktführer wird und einem Unternehmen, das so im Mittelmaß rumdümpelt, ist einfach, wie gut funktioniert das Marketing. Also komm vorbei, nimm dir die Zeit, weil denk immer dran, dein Unternehmen hat großartiges Marketing verdient.